Hey Leute, heute ein neues Video von mir. Ein kleines Silvester-Special. Ich dachte mir, ja, kann ich mal rausbringen. Viele Leute sitzen zu Hause und ja, wissen nicht, was sie tun sollen. Deswegen bringe ich ein Video raus für euch. Und heute geht mein Video um Waffenspiel, was Waffenspiel bringt und was Waffenspiel an euch selber verbessert. Aber erstmal gebt euch das coole Gameplay, denn ich finde, es ist richtig cool, richtig gut geworden. Es war jetzt nicht mein Bestes, aber es ist eine der coolen. Ein paar Kills sind dabei. Schaut es einfach mal an und wir kommen später dann noch dazu über das Thema Waffenspiel, was ich eben gerade erwähnt habe. Viel Spaß! So Leute, da sind wir wieder. Und zwar wollte ich euch erzählen, was Waffenspiel an mir selber verbessert, beziehungsweise an euch verbessern kann. Natürlich bezieht sich jetzt das ganze Thema nur auf mich persönlich, weil es ja natürlich auch meine eigene Meinung ist. Deswegen muss es nicht hundertprozentig zu euch passen, aber ich hoffe einfach, dass ich euch da ein bisschen weiterhelfen kann, wenn ihr die Frage habt. Und zwar finde ich, dass Waffenspiel, da man mit 20 verschiedenen, ja gut, sagen wir mal 19 verschiedenen Waffen spielt, weil ich finde, Faust und Messer nimmt sich nicht viel, nur dass er eben Faust mit zwei Schlägen einen kaputt macht und Messer mit einem. Aber okay, sagen wir 19 Waffen. Man spielt da mit 19 verschiedenen Waffen. Das ist schon echt heftig, finde ich. Man hat zwar mehrere aus den gleichen Gruppen wie Sniper oder Rifles, Pumpguns, aber man hat immerhin trotzdem 19 verschiedene Waffen. Das finde ich halt krass. Und man kann halt dort nur gewinnen, wenn man wirklich mit allen Waffen es wirklich drauf hat, sage ich jetzt mal, weil da spielen ja auch nicht nur Noobs, jetzt in letzter Zeit schon, wegen den ganzen Leuten, die es zu Weihnachten geschenkt bekommen haben. Aber trotzdem sollte man bedenken, es sind noch richtig krasse Leute dabei, die richtig euch absaften. Auf jeden Fall, man muss richtig gut mit allen Waffen umgehen können. Und ich finde, dadurch lernt man auch hauptsächlich das Aimen und auch der Umgang mit verschiedenen Waffen. Also ich finde es ziemlich wichtig, weil wenn man jetzt zum Beispiel nicht Plünderer dabei hat in Multiplayer, dann geht einem ziemlich schnell mal die Munition aus, wenn man viele Kills macht oder auch wenn man zu blöd ist, um zu treffen und viel daneben schießt. Gibt es auf jeden Fall oft. Und wenn man es nicht dabei hat, dann muss man eben die Waffe vom Gegner aufheben. Und du weißt nie, was es ist. Das ist ein Überraschungspaket, kann eine Pumpgun sein, kann ein Sniper sein. Es kann auch eine Pistole sein. Ich habe letztens zum Beispiel auch einen Schraubenschlüssel gefunden. Das fand ich jetzt nicht so cool, aber ich habe trotzdem einen Kill damit gemacht. Also es war echt cool. Das Gameplay habe ich sogar aufgenommen, glaube ich. Das werde ich euch auch mal zeigen. Das ist richtig cool geworden. Auf jeden Fall. Wo war ich stehen geblieben? Ach ja. Man verbessert auf jeden Fall meinen Schwanz im Mund. Versprecher Nummer 1. Man verbessert auf jeden Fall sein Aim dadurch. Und wenn man damit umgehen kann, hilft es einem Multiplayer ungemein, wenn die Munition leer geht. Also, ich finde es ziemlich gut, man sollte öfters Waffenspiel spielen. Es sind schnelle Runden und wenn man wirklich gut ist, macht man auch so jede Runde 6.000 bis 7.000 EP, zumindest ist es bei mir so. Und man levelt die Waffen nebenbei auch noch, die man eigentlich normalerweise nicht spielen würde, glaube ich. Also die meisten zumindest. Auf jeden Fall, meiner Meinung nach lohnt sich es. Und probiert es doch mal aus, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und schreibt mir in die Kommentare, wie ihr es findet, wie ihr meine Meinung findet. Oder vielleicht ist es bei euch ganz anders, dass das Waffenspiel vielleicht euch schlechter macht. Ich weiß es ja nicht.
Jetzt sind wir aber leider schon am Ende der Folge angelangt und jetzt kommt auch der Standardspruch. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da und einen Daumen nach oben. Kommentare freuen mich auch immer wieder, ich beantworte sie gerne. Lasst euch was einfallen, meine ich damit. Und ja, wenn ihr einen Wunsch habt auf irgendeine bestimmte Folge, irgendein bestimmtes Thema, schreibt es in die Kommentare. Ich versuche es zu ermöglichen. Euch noch ein schönes neues Jahr 2016 und wir sehen uns im nächsten Jahr. Ciao.